Was geht ab, ihr geilen Bitches? Habt ihr eigentlich schon mal einen Typen gesehen, der von einem Kamel gejagt wird? Jetzt habt ihr es auf jeden Fall schon mal gesehen. Ich hoffe, euch geht's gut und wir starten direkt rein in das Video. Let's fucking go! Leute, die Angst vor Bienen haben. Hallo? Was? Oha, Bro, entspann dich doch mal. Das ist nur eine kleine Biene und kein verfickter Löwe, der dich töten und aufschlitzen will. Der Arme hat gerade einfach Panikattacke bekommen. Okay, ich bin letztens so auf diese geile Straßenumfrage gestoßen. Und zwar, das hier ist der Typ, der halt immer die Fragen stellt. Und er ist mit diesem Mädchen unterwegs namens Luise. Und ja, was soll ich euch noch sagen? Schauen wir es uns einfach mal an. Ihr habt eine Nacht mit Luise. Was würdet ihr machen? Ehrlich, ich würde sie bangen. Ich würde sie auseinander. Oh, Herr, na, Bro, bitte nicht. Oh Gott, du bist nicht mal 15 oder so. Du darfst noch nicht mal Bier kaufen, Bro. Und wie willst du sie bitte auseinandernehmen? Come on, Bro, du bist 12 oder so. Das Einzige, was du wieder auseinandernimmst, ist dein Lego Minecraft Set. Sachen, die ich in der Ausbildung lerne. Mit einem Zollstock eine Flasche öffnen. Ich finde, sowas sollte auch mit in die Bewertung am Ende eingehen. So, Herr Meier, Sie haben zwar komplett in den Prüfungen reingeschissen und auch 120 unentschuldigte Fehltage, das ist jetzt wirklich nicht so gut, aber Sie haben es tatsächlich geschafft, die Flasche mit dem Zollstock zu öffnen. Deshalb sind Sie befördert. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe so leicht das Gefühl, Leute, die in der Ausbildung oder in der Berufsschule sind, haben wirklich jeden Tag Langeweile. Ich meine, guckt euch mal dieses Video an. Alltag an jeder Berufsschule. Bro, wo hast du jetzt die Taube genommen? Lass die Taube doch einfach Taube sein. Die hat doch selber gar keinen Bock auf diesen gesamten Berufsschulstress und alles. Wenn das so weitergeht mit ihr, dann endet sie noch so. Ja, zu viel Stress einfach in der Ausbildung. Man kennt's doch, ne? Sie macht nur ein kleines Schläfchen. Kleiner Powernap. By the way, haben Tauben nicht voll viele Krankheiten oder so? Der eine hat die Taube in seiner Tasche, nimmt sie wahrscheinlich noch mit nach Hause und hält sie als sein Haustier. Und die andere gibt der Taube einfach eine gottverdammte Mund-zu-Mund-Beatmung. Bah, was geht ab bei euch? I love that, I appreciate that. Ich will mich hier über niemanden lustig machen, alles klar? Aber DJ Khaled, come on, Bro. Tu doch nicht so, als hättest du irgendwas verstanden, was der kleine Typ da gerade gesagt hat. I love that, I appreciate that. I loved it, I appreciate it. Ach ja? Und was genau davon appreciatest du? Meintest du etwa, als er das gesagt hat? Boah, es tut mir echt leid. Ich komme in die Hölle dafür, dass ich mich gerade darüber lustig gemacht habe. Und wenn ihr gelacht habt darüber, dann kommt ihr auch in die Hölle, okay? Wir stecken da jetzt gemeinsam drin, alright? Unser allerbester Freund Max Pro hat letztens in einem TikTok-Livestream irgendeine Challenge verloren. Keine Ahnung, was die Challenge war, okay? Seine Strafe ist es jetzt auf jeden Fall, dass er sich eine Glatze schneiden und beide Augenbrauen abrasieren muss. Bro, hätte ich die Challenge verloren? Ich würde niemals diese Strafe durchziehen. Ich würde einfach den Stream beenden und das nächste Mal in ein paar Wochen wieder online kommen, in der Hoffnung, dass die Leute es vergessen haben. Max Pro zieht's auf jeden Fall durch. Er ist ein Ehrenmann, aber leider bereut er es danach auch geisteskrank. Oh mein Gott, sieht das scheiße aus! Wie ehrenlos hat der andere auch gerade einfach einen Screenshot gemacht. Bruder, der andere stirbt ja wirklich fast vor Lachen. Oh nee, wo ist denn er jetzt hin?
Okay, Max ist wiedergekommen und er schämt sich auch so unnormal für die Augenbrauen. Man sieht das so heftig. Wir wollen bitte auch noch deine andere. Nee, Sonnenbrille ab, zweite Augenbraue zeigen. Hopp, hopp. Zeig doch mal. Zeig mal bitte. Er ist unnormal mad gerade. Er ist wirklich innerlich am Kochen. Aber Max, come on. Als würden wir das jetzt nicht checken und vergessen, nur weil du die Sonnenbrille aufgezogen hast. Wir wollen das sehen, los. Ach du Scheiße, setz die Sonnenbrille lieber auf. Komm schon, Bro. Was ist das denn? Heilige Scheiße. Wir wollen das sehen. Ich hab grad gezeigt, Alter. Er ist so sauer. Oh mein Gott. Ich hab das gerade gezeigt. Ich muss das jetzt gar nicht nochmal zeigen. Jetzt hockt er mich. Der hockt jetzt in jede Uhrzeit immer mit Sonnenbrille da. Ich sag's euch. Was geht denn bei seiner Lache? Er wird einfach zum Wasserkocher. Naja, auf jeden Fall hat Max Pola noch den anderen Teil seiner Strafe eingelöst und saß dann ein paar Minuten später so im Stream. Mal für 5 Sekunden deine Augenbrauen ab. Muss ich überhaupt nichts machen. Und ich glaube, er bereut es auch gerade so unnormal, dass er sich einfach die Haare und die Augenbrauen abrasiert hat wegen irgendeiner TikTok-Challenge. Ich bin ehrlich, ich würde es auch bereuen, weil man sieht halt auch so den nächsten kompletten Monat aus. Er läuft den nächsten Monat so rum. Mach doch mal deine Sonnenbrille dabei ab. Ich muss überhaupt nichts machen und Endskulisse stolz. Ich habe vorhin eine Sekunde gezeigt und das war's. Ja, aber das war ja mit Haare auf dem Kopf. Jetzt hast du ohne Haare auf dem Kopf. Ich muss überhaupt nichts machen, was du bist. Mach doch bitte mal Dings ab, bitte. Ich muss nicht. Ich wünsche dir erstmal eine wunderschöne gute Nacht und wir hören uns. Ich muss erstmal weiter. Bye. Er ist so unglaublich sauer und geht aber jetzt aus dem Stream raus. Ich muss überhaupt nichts von dem, was du mir jetzt sagst. Max, das bringt jetzt auch nichts mehr. Du siehst jetzt halt leider schon so aus. Du hast schon verkackt, Bro. Es ist schon vorbei, es ist gelaufen für dich. Aber ey, also ich finde deinen neuen Look ziemlich, ziemlich nice. Ich laufe durch diese City, ne, mit den Jungs hier. Auf einmal, Müllgott 13 steht vor mir. Yeah. Und er sagt, ich rap euch was vor. Guckt ihr diese Silver Chain an? Rap mal, rap. Was hat denn der Papa da? Der hat den Blatt Kappa da, der Papa, wo hat denn der Papa die Flak? Der Papa hat den Kappa in den Müll in der Tasche her! Sag mir, dass du in Berlin wohnst, ohne mir zu sagen, dass du in Berlin wohnst. Real Talk, das gibt's in keiner anderen deutschen Stadt, außer vielleicht am Frankfurter Bahnhof. Irgendwelche Crackies da. Yo! Der letzte Frame in dem Video ist einfach der hier. Wäre mir das passiert, ich hätte gar keinen Bock zu putzen. Einfach überall in der Küche klebt dieses gottverdammte Ei. Bah, ekelhaft. Ich könnte mit so vielen Frauen schreiben, aber ich mache es nicht. Okay, und wieso? Warum machst du es nicht? Warum? Weil sie mir nicht antworten. Oh ja, das ist ja genau der gleiche Grund wie bei mir. Das Schlimme ist nur, dass ich am Ende noch blockiert werde. When you try your best, but you don't succeed. Wie viele Tage hat eine Woche? 7. Also, wer weiß das nicht? Keine Ahnung, das weiß doch jeder. Bruh, sie muss einfach mit Finger zählen, nicht schlecht. 9. 9? Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag? Ach ja, Feiertag gibt's ja auch noch. Und der 9. Tag, was ist das dann? Tag der offenen Tür oder was? 9 ist richtig. 9 Tage hat eine Woche. Stark, Alter. Oh Gott, die Arme freut sich sogar noch drüber und denkt, sie hat recht. Was ist H2O? Meerjungfrau, das ist die Serie mit den Meerjungfrauen. Was sagst du? Sauerstoff. Huh? War Sauerstoff nicht Hartz IV? Ey, Bro. Das Einzige, was Hartz IV ist, ist deine Zukunft. Hartz IV ist richtig, genau. Stark, woher weißt du das? Ich bin blond, Leute, ich weiß alles. Ich fürchte meine Rente. Ich fürchte noch ganz andere Dinge aktuell. Zum Beispiel die gesamte Zukunft der Menschheit. 9 Tage. Eine Woche hat 9 Tage. Wie konnte diese Antwort entstehen? Welche Synapsen haben sich in dem Gehirn zusammengetan und dann diese Antwort ausgespuckt? 9. Naja, Jungs und Mädels, wenn ihr nicht so enden wollt, dann abonniert lieber den Kanal und liked das Video. Das hier ist nämlich eure einzige Rettung. Entkommt der Matrix und schließt euch der Bennard-Sekte an. Wir sehen uns morgen wieder pünktlich um 14 Uhr. Schreibt es euch in den Kalender. Bis denne Antenne.